So, servus und herzlich willkommen bei NAFTA Racing. Im heutigen Video geht es völlig unerwartet um eine vom Aussterben bedrohte Kreatur, nämlich den Dieselmotor. Ich labe viel, wenn der Tag lang ist und predige noch mehr, Applikationen auf OEM-Niveau abzuliefern, doch heute zeige ich dir, warum du mir nicht immer alles glauben solltest. Dafür steigen wir ein in die Welt der Kennfelder. Viel Spaß! Es geht um den 2 Liter Diesel Common Rail aus dem VAG-Konzern, wie er vom Golf über Passat bis hin zum Bus und nahezu allen Audis, Skodas und Seats verbaut wurde. Dafür habe ich einen originalen Seriendatenstand geladen. Hauptaugenmerk liegt auf der Drehmomentbegrenzung. Dieses Kennfeld ist im besten Fall als höchste Instanz für die Momentenbegrenzung unter Volllast verantwortlich. Auf der X-Achse ist die Drehzahl und auf der Y-Achse der Atmosphärendruck aufgetragen. Der Inhalt spiegelt unter Berücksichtigung einiger Faktoren und Korrekturen den Drehmomentverlauf des Fahrzeugs bei Volllast wider. Die hier dargestellten Momente sind indizierte Momente. Sie entsprechen dem Motormoment multipliziert mit verschiedenen Faktoren wie innermotorische Reibung und weiteren Verlusten. So, nun zum spannenden Teil. Erst die 3D-Ansicht offenbart das Grauen. Man erkennt sofort die scharfen Kanten im Verlauf. Selbst die zackigen und wellenförmigen Einbrüche sind nicht zu übersehen. Wie sich das fährt, kann sich selbst ein Esel zusammenreimen. Im Vergleich dazu zeige ich dir meine Stage 1-Kalibrierung, die ich vor einigen Tagen durchgeführt habe. Als Bauteilschutz ist das Moment über den sinkenden Atmosphärendruck abfallend. Es gibt keine Sprünge und Zacken und die Steigung verläuft harmonisch. Der Drehmomentverlauf ist zusätzlich so kalibriert, dass die Steigung der Leistungskurve konstant über das Drehzahlband zunimmt. Die roten Linien spiegeln die Änderungen. Warum mache ich denn überhaupt so ein Video? Ganz einfach. Ich will zeigen, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Heißt übersetzt so viel wie Original ist nicht immer schick. Genau aus diesem Grund läuft keines meiner Privatfahrzeuge mit Serienbedatung. Und Thema Leistung ist da erstmal nebensächlich. Ich arbeite täglich an Datenständen von Fahrzeugen mit Fremdsoftware, wo Drehmoment, Kraftstoff- und Ladedruckmodelle verbogen, Bauteilschutz aufgehoben und Begrenzer bzw. Limiter ausgehebelt sind, wo die Fahrzeuge tendenziell versuchen, zu viel oder wollen zu viel Drehmoment untenrum machen und tendenziell obenrum viel Leistung anliegen soll. Für alle Leistungshungrigen klingt das im ersten Moment natürlich vielversprechend. Im Fahrbetrieb aber zeigt sich dann, dass das Motor und wenn verbaut auch das Getriebestellgerät dauerhaft am Regeln sind. Das ist der Moment, wo ich dann immer wieder feststelle, wie schwer es mir fällt, vorab im Gespräch über Bits und Bytes zu vermitteln, was es für einen Unterschied ausmachen wird und das Fahrzeugfeeling sich ändern wird, wenn ich alles sauber, feinst aufeinander abstimme. Am besten sind die Reaktionen nach der Probefahrt, wenn mein Datenstand trotz weniger Leistung und weniger Drehmoment nicht nur schneller fährt, sondern du das Gefühl hast, in einem anderen Auto zu hocken. Und für dich mit dem schönen Benefit, dass du die Möglichkeit erhältst, dein Fahrzeug unter einem anderen Licht komplett neu zu entdecken. So, und damit komme ich zum großen Finale meines Videos und zur Eingangsfrage, warum du mir nicht alles glauben sollst, wenn ich verzapfe, auf OEM-Niveau zu applizieren, weil es einfach in vielen Fällen nicht stimmt, wenn nämlich die OEM-Kurven wie hier so bescheiden aussehen. Merci fürs Zuschauen, ich wünsche euch allen besinnliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr.